Hallo Leute, ja, ich bin schon an der Station angedockt gewesen, habe das auch schon einmal gekauft und verkauft. Ich habe keine Reputationspunkte, wie man das auch immer nennen mag, bekommen. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, da jetzt zu handeln mehr, weil wir schon mal gut sind. Das heißt, ausgezeichnet kriegt man das so nicht, wahrscheinlich nur, indem man Piraten abschießt oder vielleicht auch irgendwelche Aufträge erfüllt. Das müssen wir dann ausprobieren, ne? Ich sag mal, nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm, ne? Ja, dann schauen wir noch mal gerade hier rein, was die hier haben. Schwarzes Brett haben sie auch, Lieferung Kakao. Da brauche ich einen Frachtraum von 31. Habe ich den überhaupt? Und wenn ich hier gucke, bin ich voll, oder wie ist das? Ne, voll bin ich wohl nicht. Hier passt wohl noch was rein. Freier Frachtraum 323, sollte also nicht das Problem sein. Ja, komm, dann werden wir das schwarze Brett mal annehmen, oder? Und gucken, wo das hin muss. Tab anpinnen, machen wir jetzt mal. Habe ich jetzt den schon hier drinnen, den Kakao? Nee, ne? Doch, habe ich schon. Wo muss der hin? In Sektor 32 minus 76. Also 32 ist dann so und 76 ist hier unten irgendwo. Ah, da unten muss ich hin. Okay. Dann würde ich mal sagen, springen wir hier hin. Und wo muss man ausrichten? Nach da. Überraum lädt. Springen wir da mal rüber. Und schauen, ob das Punkte gibt. Weiß ich aber nicht. Meine Karte rein und dann hier das Ziel nochmal auswählen. Und dann springen wir in die Richtung. Abkühlzeit. Okay, so einen tollen Sprung haben wir hier nicht. Aber jetzt geht's. Der Kunde ist auf Handelsposten. Okay. Okay, dann ist es da. Und das ist da. Dann fliegen wir da mal hin. So, da sind wir gedockt. Und liefern. Und 207 verbessert. War jetzt nicht so der Bringer, oder? Ja. Das ist dann die Frage, was bringt mir das? Nicht so wirklich, was? Das ist auch eine andere Fraktion, oder wie war das, ne? Die Planeten von Kaishuif ist was anderes. Ja. Dann können wir eigentlich schon wieder zusehen, dass wir.
irgendwo anders hinfliegen. Ich glaube, wenn wir hier mal probieren, dann müsste der Weg da verbunden sein, oder? Checken wir das mal ab. Oh, hier ist aber schöne große Station da, ne? Ölbohrturm, okay. Und das ist wirklich der Weg nach da oben. Und das hier ist immer noch Kaishof. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich das Tor finden, was nach Nordwest geht. Da unten sind noch zwei Tore. Nordnordwest und das. Nordwest, das ist unser Tor. Dann fliegen wir mal da rein, ne? Na, das war wohl nix. Auch Glück gehabt, dass wir das andere nicht gerammt haben, ne? Gerade mal wieder so durchgeschafft, ne? Keiner weiß, wie wir dabei am Rand waren. So. Mit denen ist die Beziehung ja gut. Jetzt müssten wir nur mal gerade gucken, was hier so geht oder nicht geht, ne? Schrottplatz. Nee, das war schon richtig, was ich machen wollte. Glashersteller, Reisfarm, Ressourcendepot, Handelsposten, Chemikalienfabrik, Plastikhersteller, Chemikalienfabrik. Ja, hier wird abgebaut, da wird gehandelt. Aber wir müssen doch durch den Handel auch Punkte kriegen, oder? Schauen wir mal. 61, 608. Wahrscheinlich registriert er das nicht wirklich, ne? Also hier ist ja nur lauter Schrott, den können wir abbauen, aber was bringt mir das jetzt gerade? Nicht wirklich was, oder? Was war das mit Alt? Kann ich das Schiff hier höher holen und so, ne? Ja. Da hinten ist noch ein Türchen. Oh, da wurde Avorion sogar abgebaut. Sehr cool. Ist hier der Sprung nach da erst, ne? Also Nord-Nordwest müsste das sein. Ist es auch. Dann würde ich jetzt mal sagen, fliegen wir da noch hin, weil hier, glaube ich, bringt es das nicht so viel. Ja, so müsste es passen, oder? Sieht immer so aus, als ob man unten gegen knallt, ne? Aber passt schon. So, wie sieht es jetzt hier aus? Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot, Handelsposten. Ich glaube, wir fliegen mal das Ressourcendepot an. Wo ist das jetzt? Da, okay. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Wenn wir Ressourcen verkaufen, ob das was bringt. Ich weiß es aber nicht. Glück gehabt, kein Asteroid auf unserer Bahn. Aha. Irgendwo können wir andocken. Da. Oder da.
So, dann schauen wir mal. Ressourcen handeln. Ob es das bringt. Nee, das ist kaufen. Ich wollte verkaufen. 6,5 ist, glaube ich, sogar gar nicht mal so schlecht. Nö, hat gar nichts gebracht hier. Wir haben da Kohle zwar für gekriegt, aber mehr auch nicht. So, und dann nehmen wir kaufen. Wieso geht das nicht? Oder nee. Ja, was passt hier jetzt gerade nicht, oder? Ach, die haben keinen Vorrat, so sieht's aus. Aha. Xanion brauchen wir dann vielleicht. Und da gibt es aber auch nichts. Aber wurde gerade wieder abgebaut irgendwo, das ist schon mal cool. Jetzt haben wir einen Notruf von einer unbekannten Quelle erhalten. Lass uns doch mal checken, wo das ist. Ist das hier? Ja, wir können ja mal hinfliegen und gucken, ob was passiert. Wo ist denn mein Sprungtor? Da, okay. Dann versuchen wir das mal zu erreichen und hoffen, dass wir da vielleicht was ausrichten können. Aber ich habe auch gar nicht geguckt, was für eine Waffe wir hier haben. Sollten wir vielleicht erstmal nochmal checken. Ghostly Buster, Feuerstoßpuls. Aber da war ein rotes Zeichen, ja, ne? Das sagt, dass wir sehr schwach sind. Das heißt, wenn wir da hinfliegen würden, hätten wir sowieso schon verkackt, oder? Oder wir können ja kurz reinspringen und dann wieder abhauen. Sind das hier Piraten? Nee, ne? Mal gucken. Ist vielleicht ein Hinterhalt. Jo, das war's schon. Du wurdest zerstört. Ja, so ist das halt, ne? Geht das oder geht das nicht? Tab geht. Okay, dann sind wir jetzt hier. Und ich weiß gar nicht, wo wir gelandet sind. Ja, wahrscheinlich weit, weit weg von unserem Zielort. Der war nämlich da. Also nicht so prickelnd, ne? Hätten wir vielleicht umsetzen müssen. Ölbohrturm. Schiffswerft. Okay, ich würde aber sagen, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.